Das sind Szenen, wie sie das Publikum liebt. Torjubel im Eisstadion Zell am See, der Heimstätte der Zeller Eisbären. Der Eishockeyclub Zell am See, besser bekannt unter die Zeller Eisbären, ist seit 1928 Mitglied des österreichischen Eishockeyverbandes und zählt damit neben dem KAC, Innsbruck oder Villacher SV zu den Traditionsvereinen des österreichischen Eishockeys. Im Jahr 1928, als Zell am See zur Stadt erhoben wurde, wurde auch der EKZ gegründet. Im Ortszentrum von Zell am See entstanden im Zuge der Stadterhebung Tennisplätze. Sie waren im Winter lange die Heimstätte des EKZ. Die Sportart lockte immer mehr junge Zeller auf das Eis und auf dem Natureisplatz im Herzen der Stadt entwickelten die aufstrebenden Bergstädter eine äußerst rege und interessante Spieltätigkeit. Im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand Zell am See im Februar 1937, als in der Bergstadt die 5. akademischen Winterspiele ausgetragen wurden. Die Eishockey-Wettkämpfe fanden auf der Eisdecke des Zellersees statt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gab es für die Zeller die ersten Meisterschaftsbegegnungen. Die Zeller-Teams früher waren einfach, die sind berühmt gewesen, weil es alles Einheimische waren. Es hat ja kaum Auswärtige gegeben. In früheren Jahren. Mit dem ersten Legionär, dem kanadischen Publikumsliebling Bob Bergeron, schafften die Zeller 1960 dann erstmals den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Der ist hergekommen, da hat es einen Ausländer gegeben und der hat mit den einheimischen Spielern gearbeitet. Der hat sich aber zur Franz für Zell am See. Nun hatte es der EKZ geschafft. Er war inmitten der ganz Großen. Die Eisbären mussten aber gegen den WEV, KAC, Kitzbühel und Innsbruck zum Teil ordentlich Lehrgeld zahlen und mussten sich zumeist mit den hinteren Plätzen zufrieden geben. Dennoch, die Eishockey-Begeisterung in der Region wuchs und der Verein brachte immer mehr Spielerpersönlichkeiten hervor, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Eishockey in der Bergstadt immer mehr an Beliebtheit gewann. Schon bald wurde der Ruf nach einer Kunsteisbahn laut. Dieser Wunsch ging in Erfüllung. Im Dezember 1967 wurde die neue Kunsteisbahn offiziell eröffnet. Jetzt hatten die Zeller endlich ihre heiß ersehnte neue Heimstätte. Die neue Wirkungsstätte war der Grundstein für viele erfolgreiche Jahre. Und die Nachwuchsarbeit wurde in Zell eine wichtige Grundlage zum Erfolg. Von 1975 bis 1991 spielten die Zeller in der Nationalliga, der zweithöchsten Spielklasse, und wurden in dieser Zeit viermal Meister. Motivierend für den Meistertitel 1989 war sicher auch der Bau der Eishalle. Mit viel Optimismus wagte man 1991 wieder den Sprung in die höchste Spielklasse und erreichte in der Saison 92-93 mit dem dritten Endrang das bisher beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Erfolgreich war auch die Nachwuchsarbeit der Zeller. Die Superminiknaben der Eisbären wurden 1993 unter ihrem damaligen Trainer Zdeněk Vanek österreichischer Meister. Großen Anteil an dieser Sensation hatte Vaneks 10-jähriger Sohn Thomas, der heute erfolgreich in der NHL spielt, als Torschützenkönig. Seit 1996 spielen die Zeller Eisbären wieder überaus erfolgreich in der Nationalliga und wurden seither zweimal österreichischer Meister. Nationalliga, Bundesliga, Abstieg in die Oberliga, wieder erfolgreich in die Nationalliga zurückgekämpft. Die Zeller Eisbären haben in den letzten Jahren alle Höhen und Tiefen des Eishockeysports miterlebt. Eines aber haben die Gregs nie verloren: ihren Kampfgeist und ihre Fans. Sie stehen seit Anbeginn hinter ihren Eisbären. Der Eishockeyclub Zell am See ist ein Mythos. Wir sind vielleicht zweite Liga, aber man hat es heute gesehen, die Halle ist voll. Und das ist Eishockey. Lieber Nationalliga mit Herz als Bundesliga ohne Kommerz. Nächsten Monat wäre ich 86 und seit 1963 bin ich bei den Eishockler. In über 45 Jahren hat die Pirschmama, wie sie liebevoll genannt wird, nur ganz wenige Spiele ihrer Eisbären versäumt. Den ganzen Fünfe. Eishockey hält jung, das beweisen auch die Zeller Oldies. In der Seniorenmannschaft der Zeller kämpfen heute die erfolgreichen Spieler von damals und beweisen auch heute noch Spielwitz und Humor. Jetzt tun wir als wir um die Gaudi, ne? Wir haben nur Spaß, bei uns gibt's keinen Ernst. Das Zeller Oldie Classic Turnier fand 2008 bereits zum 10. Mal statt. Mannschaften aus allen Eishockey-Nationen nehmen alljährlich daran teil. Dabei geht es aber nicht nur um den Turniererfolg. Ich komme wieder gerne nach Zell am See zurück und es ist super Arbeit, was die Zeller da leisten mit dem Oldies und man trifft die alten Bekannten, die alten Freunde und es ist ein super Erlebnis. Wir spielen eine Meisterschaft und haben also wirklich vor, bis ins hohe Alter Eishockey zu spielen, was man, wie man sieht, gut geht und das für die Kinder natürlich auch Ansporn ist,
dass sie das weiter ausüben, auch wenn sie älter sind. Helmut Meyer ist nicht nur einer der dienstältesten Eisbären. Er engagiert sich auch unermüdlich im Nachwuchsbereich. Etwa als Mitorganisator des World Tournaments, das in diesem Jahr bereits zum 18. Mal in der Bergstadt stattfindet und mittlerweile zum bedeutendsten Nachwuchsturnier in Europa gewachsen ist. Die Popularität dieses Turniers hat sich in den letzten Jahren ja immer gesteigert. Jetzt sind schon 13 Nationen hier und 38 Mannschaften, die hier können unter Beweis stellen. Und man sieht, dass wirklich auch sehr starke Spieler da die Entwicklung durchmachen und auch dann im Profigeschäft wiederzusehen sind. Ein Versprechen für die Zukunft und mit Sicherheit jubelt einer dieser Nachwuchshoffnungen in ein paar Jahren in der Kampfmannschaft der Zeller Eisbären über Tore und gewonnene Spiele. Eine Fortsetzung der Erfolgsstory des Eishockeysports in der Region Zell am See-Karbrunn dürfte damit nichts im Wege stehen.